Berlin, Tag und Nacht. Ist Lynn schwanger? Nach Emmys und Kretzes Verlust wäre diese Entwicklung bei Berlin, Tag und Nacht wirklich ein Schlag in deren Gesicht. Alles deutet darauf hin, dass Lynn schwanger sein könnte. Noch immer herrscht auf dem Hausboot traurige Stimmung. Erst wenige Tage ist es her, seit Emmy und Kretzel aufgrund einer Eileiterschwangerschaft ihr Baby verloren haben. Seitdem sucht der Rotschopf bei seinem Bruder Unterschlupf und Ablenkung, während Kretzel auf seine Weise versucht, über den Verlust hinwegzukommen und reagiert gereizt. Wenn jemand mit ihm sprechen will, für Lynn steht damit fest, ihr Bruder gibt eigentlich ihr die Schuld an dem Ganzen. Denn immerhin hat Lynn mehrfach lautstark betont, sie wollen nicht, dass das Paar ein Kind bekommt. BTN, ist Lynn schwanger? Die Situation nimmt Lynn so sehr mit, dass sie sich ihrem Bruder gegenüber nicht anmerken lassen will, dass es ihr seit Wochen schlecht geht. Immer wieder muss sie sich übergeben. Amelie macht sich große Sorgen um ihre Freundin und versucht sie zu überzeugen, dass Lynn zum Arzt geht. Doch Lynn blockt ab, denn sie sieht in ihrem Leid nur ein kleines Wehwehchen im Vergleich zu dem, was Emmy und Kretze durchstehen. Mit einer Party am Abend will sich der Teenie von allem ablenken. Da kommt ihr wie gerufen, dass sie ihren alten Bekannten Jason trifft und er an ihre mehr als freundschaftlich interessiert ist. Endlich ist der Stress vom Hausboot vergessen. Doch was steckt hinter Lynns Übelkeit? Schlägt ihr wirklich der Verlust von Emmys und Kretzes Baby auf den Magen? Oder gibt es einen ganz anderen Grund? Könnte es gar sein, dass Lynn schwanger ist? Etwa 2 Monate ist es her, seit die Schülerin Sex mit Danny hatte. Ob sie verhütet haben, ist nicht bekannt. Passen würde dieser Plot-Twist zu Berlin, Tag und Nacht jedenfalls.